Santi, wie geht's dir? Hey, Tom, Alter, du, danke schön. Freut mich, dich zu sehen. Gut schaust aus. Setz dich schon mal hin, ich komm gleich zu dir, ne? Mach ich. So, zwei Usos. Zum Wohl. Danke. Danke. Aus mit euch! Was? Wieso? Los, komm! Hey Jungs, was soll der Scheiß? Heute ist Zahltag! Hey, was ist denn hier los? Verpiss dich, du Wichser! Jetzt verpisst euch! Das werdet ihr noch vor euch. Sag dir, alles klar bei dir? Ja, danke, danke. Sag mal, was war das für Typen? Du, ich werde jetzt zumachen. Lass uns nach Hause gehen. Ich erzähl dir das alles. Nadja wird sich freuen, dich zu sehen. Alles klar, komm, lass uns gehen. Letzte Woche sind die Typen zum ersten Mal bei uns aufgetaucht. Sie haben gesagt, dass sie für den Schutz der Kneipe sorgen wollen und wir dafür monatliche Zahlung leisten sollen. Wir haben uns nicht darauf eingelassen. Heute wollten sie der ganzen Sache wohl Nachdruck verleihen. Habt ihr die Bullen schon informiert? Bis jetzt noch nicht, aber ich werde nachher gleich hingehen. Aber jetzt erzähl du mal, was hast du im letzten Jahr im Ausland so erlebt? Sag mal, wissen die Typen wieder wohl? Du, keine Ahnung. Ich bin mal schauen. Jungs, es ist nur Jenny. Ich wollte euch die Sachen zurückteilen. Hey Tom, seit wann bist du wieder hier? Ich bin heute angekommen. Wie geht's dir? Gut, und dir? Du, mir geht's auch gut. Ich kann nicht klagen. Ja, also ich muss dann wieder. Man sieht sich. Du, meine Schwester, die Entscheidung mit der Schlussmann schon lang bereut. Das mit dem Neuen hat auch nicht lange gehalten. Ja, ich musste nachher erstmal Abstand haben. Da kam dieses Jobangebot aus dem Ausland gerade richtig. Ja, Baby, so mag ich das. Probleme, Boss. Probleme? Was für Probleme? Da ist ein Typ aufgetaucht. Wir haben uns aufgemischt. Runter mit dir. Hol den Bademantel. Dann werden wir wohl Härtegeschütze auffahren müssen. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Wir sind ja völlig unterbesetzt. Ich kann Ihnen keine Leute rund um die Uhr vor die Kneipe stellen. Das gibt's doch gar nicht. Hören Sie, man muss doch etwas gegen diese organisierte Kriminalität unternehmen können. Wie schon gesagt, rufen Sie uns an, wenn die Typen bei Ihnen auftauchen. Wir kommen dann so schnell als möglich vorbei. Santi, komm, das müssen wir alleine klären. Verdammt, wer parkt denn meine Einfahrt zu?
beeil dich! Und du hältst dich besser zurück! Lass mich los! Hey! Nein! Nein! Ja, ich komm schon klar. Nimm mein Auto und schnapp dir die Typen. Hey Kleiner, ich brauche deine Hilfe. Du, Santi, ich habe sie verloren. Hör zu, ich habe das Kennzeichen von einem Kumpel bei der Zulassungsstelle überprüfen lassen. Es ist als gestohlen gemeldet. Du, so kommen wir nicht weiter. Aber ich weiß vielleicht jemanden, der könnte uns weiterhelfen. Ich bin's, Tom, mach auf! Was willst du? Ich muss mit dir reden! Verpiss dich, du Wichser! Spinnst du? Okay, was willst du wissen? Ja, da gibt's einen Geschäftsmann.
Der ist neu ins Drogen- und Schutzgeldgeschäft eingestiegen. Und wie heißt der? Hartmann. Hat eine kleine Transportfirma. Dem steht das Wasser bis zum Hals. Er ist kurz vorm Konkurs und baut sich mit ein paar Schlägertypen gerade ein neues Standbein auf. Und du bist nicht mit von der Partie? Sehe ich aus, als ob ich Schutzgeld erpresse. Hartmann Transporte kenne ich. Der hat eine Lagerhalle unten am alten Hafen. Ja, vielleicht hat man sie dorthin gebracht. Wir müssen da sofort hin. Du gehst nirgendwo hin. Wir bringen dich jetzt ins Krankenhaus und dann schauen Jenny und ich uns mal im Hafen um. Du, Tom, wegen letztem Jahr. Jenny, das ist Vergangenheit. Aber... Lass uns später drüber reden. Wir haben jetzt anderes zu tun. Halt hier vorne an. Die Lagerhalle ist dort hinten. Okay, du wartest hier im Wagen. Es war ein Fehler, sich mit mir anzulegen. Justin Dexter, halte draußen die Augen offen. Klar, Boss. Schau da hin. Okay. Ich werde euch zeigen, dass man mir nicht auf der Nase rumtanzt. Los, schneidet ihr Finger ab. Hey, lass die Ruhe! Da ist ja der Penner schon wieder. Erledigt den Kerl endlich! Ja.
Das war wirklich in letzter Sekunde. Ja, das war echt knapp. Danke, Jenny. Aber hatte ich dir nicht gesagt, du sollst im Auto warten? Hallo? Ja? Nein, derzeit habe ich nichts zu tun. Ich könnte morgen schon bei Ihnen sein. Jenny, ich habe einen neuen Job. Ich werde jetzt zu Santi und zu Nadja fahren, werde mich verabschieden und dann fahre ich los.